Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Weiter geht's bei unserem Schwimmbad, Teil 2 ist nun an der Reihe. Willkommen zurück zum Schwimmbad, willkommen bei Teil 2. Heute haben wir vor, die rechte Seite unseres Schwimmbads umzubasteln. Aber zuerst würde ich mal sagen, gucken wir hier erstmal in der Kiste rein. Für die rechte Seite von unserem Schwimmbad brauchen wir an sich, holen wir uns einfach mal türkisen Zement raus, grauer Beton. Dann würde ich sagen, holen wir uns wieder Glasscheiben raus und Glasblöcke in der Farbe, die wir jetzt schon verwendet haben. Das hatte ich jetzt hier bei türkises Glas. Und dann holen wir uns noch einfach ein paar polierte Andesitstufen raus und ein paar normale Steinstufen. Für den Start würde ich mal sagen, stecken wir uns einfach unseren türkisen Zement und dann fliegen wir mal bei unserem Eingangsgebäude auf die rechte Seite hin. Und wir hatten uns ja auf beiden Seiten so eine Breite von 5 Blöcken hier gemacht. Und hinten setzen wir einfach mal 2 Blöcke an von unserem türkisen Zement. Und jetzt machen wir mal so einen Wechsel von unseren Betonreihen und Fensterreihen. Das heißt jetzt einfach, setzen wir jetzt 2 türkise Zementblöcke hier hin. Dann setzen wir uns hier ein kleines Fenster hin. Das markieren wir uns einfach mal, indem wir hier einen grauen Beton reinsetzen. Lassen 2 Blöcke Platz, grauer Beton, 2 Blöcke Platz, grauer Beton. An sich ist ein Fenster immer, sage ich mal, hier mit 3 Streben gezogen. Und dazwischen machen wir dann hier wieder so eine Betonstrebe rein von unserem türkisen Zement. Da machen wir wieder 3 Streben für unser Fenster rein. Die haben immer einen Abstand von 2 Blöcke. Und dann machen wir hier wieder so eine Zementschicht hin. Und dann machen wir wieder hier mit 3 Streben wieder ein Fenster hin und eine Zementschicht. So, insgesamt haben wir das Ganze hier natürlich denn 3-mal hingezogen, also 3 Fenster an sich. Und jetzt wollen wir das Ganze auch so ein bisschen nach hinten und schon mal markieren. Da machen wir jetzt einfach mal hier so einen Knick an der Ecke hier hinten. Und dann gehen wir hier von der Seite eigentlich erstmal genauso voran, wie wir es gerade hatten. Also jetzt machen wir nach dem Zweier hier einfach wieder so ein mit 3 Streben solch ein Fenster hin. Dann machen wir wieder eine Betonstrebe hin. Und jetzt kommt die Mitte und da haben wir etwas größeres Fenster. Da machen wir jetzt 4 Streben hin und lassen immer dazwischen halt 2 Blöcke frei. Ne? Haben 4 Streben hingemacht. Dann machen wir wieder eine Betonstrebe hin. Und dann machen wir wieder 3 normale Fensterstreben hin. So. Mehr als 3 Fenster, würde ich mal sagen, machen wir hier nicht auf der Ecke hin. Dann machen wir hinten wieder so eine Betonecke hin. Die knicken wir dann wieder einmal so um. Und dann ziehen wir an sich das gleiche Maß, wie wir es schon vorne haben, hier nochmal nach. Also wir haben ja hier an der Ecke 2 Betonblöcke. Dann machen wir hier wieder mit 3 Streben ein Fenster hin. Betonstrebe, machen hier wieder ein Fenster hin, Betonstrebe und dann wieder nochmal ein Fenster hin. So, jetzt würden natürlich 2 Blöcke noch hier kommen, ne? So wie auf der anderen Seite, aber auf der Rückseite machen wir noch einen Block extra ran. So, wenn wir uns dann die rechte Seite schon mal so ein bisschen vorgemarkert haben, werden wir jetzt anfangen, die Vorder- und Rückseite schon in die Höhe zu ziehen, weil die sind an sich komplett identisch, von Vorder- und Rückseite gesehen her. Und dann machen wir erstmal nur die türkisen Zementblöcke ziehen wir jetzt erstmal hoch und zwar richten wir uns erstmal hier bei unserem Eingangsbereich nochmal. Wir ziehen das Ganze an sich auf die Höhe hier, sag ich mal, wo wir, sag ich mal, hier ein Fenster ja weggelassen haben. Ne? An sich sind das 21 Blöcke, kann ich euch sagen. Ziehen wir jetzt an sich diese türkisen Zementblöcke hoch, aber wer nicht zählen möchte, der kann sich ja natürlich auch hier auf unserer rechten Seite von Eingangsbereich auch hier hinrichten, wo wir, sag ich mal, das eine Fenster weggelassen haben. Ne? Bis dahin ziehen wir das Ganze. Wenn wir uns die Vorder- und Rückseite jetzt hochgezogen haben mit unseren Betonblöcken, geht es jetzt langsam ran an die Fenster. Aber bevor wir damit loslegen, müssen wir noch eine Sache machen. Und zwar oben, sage ich mal, bei unseren Betonstreben können wir das Ganze schon mal ein bisschen verbinden. Und zwar werden wir die obersten 3 Reihen miteinander halt jetzt überall noch verbinden, weil dann haben wir hier schon das perfekte Maß für unser Fenster drin. Das heißt, hier müssen wir nicht mehr richtig zählen jetzt von der Höhe und so. Also verbinden wir an sich hier oben halt die letzten 3 oder die ersten 3 Blockreihen einfach mal miteinander hier überall mit unserem türkisen Zement. Und wenn man das dann, sage ich mal, auf der Vorder- und Rückseite gemacht hat, geht's los mit dem Fenster. Und das machen wir jetzt auch gleich hier im Anschluss, weil das ist an sich alles hier mal Massenarbeit. Jetzt können wir jetzt einfach hier unsere 3 Streben, die wir haben, komplett einmal bis nach oben ziehen. Und wenn wir die 3 Streben dann so an sich nach oben gezogen haben, kann man noch, sag ich mal, in den Boden ganz einfach hier auch die Betonblöcke reinhauen, dass die Fenster von unten aus so aussehen. Und wir machen die Fenster jetzt immer auf eine Höhe von 3 Blöcke. Ja, das heißt, davon machen wir jetzt insgesamt, würde ich mal sagen, 1. Dann machen wir noch ein zweites Fenster rein. Ein drittes. Und dann würde ich noch 1 noch nehmen. Ja, 1 nehmen wir noch rein. Dann haben wir hier 4 an sich 2x 3er große Fenster drin. Das macht man dann natürlich noch auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal. Und wenn wir das dann haben, können wir hier oben nochmal auch noch eine Betonschicht hinziehen. Und dann würde ich hier oben 3 einzelne Fenster sagen.
Das heißt, die Mitte schlagen wir weg und platzieren ja einfach mal an den Seiten immer noch einen Block, nur dass wir insgesamt hier noch drei weitere Flächen frei haben. So, dieses System, ne, oder diese Struktur werden wir jetzt, sage ich mal, überall noch nachziehen. Ne? Also oben werden wir die letzten oder ersten drei Blöcke miteinander überall noch verbinden und dann kann man sich solch ein Fenster überall reinziehen. Wie gesagt, das machen wir auf der Vorder- und Rückseite einmal. Ich dachte, ich erspare euch mal ein bisschen so das Zeitraffer, aber an sich, wie gesagt, Massenhype ist es halt. Ne? Man macht halt drei Fenster auf der Vorderseite und drei nochmal auf der Rückseite. Wir sind natürlich ein bisschen fleißig, von da habe ich gleich schon Glasscheiben reingezogen. Ich habe mal auf Glasblöcke jetzt verzichtet für die Fenster, weil ich denke mal, da kann man ruhig mit Glasscheiben arbeiten. Die sind ja eingerahmt, da steht nichts über oder so. Also daher, Glasscheiben finde ich halt besser dafür. Aber jetzt geht es natürlich hier ran noch an die offene Seite, die wir hier haben. Die wollen wir jetzt natürlich auch noch ziehen, wenn wir die Vorder- und Rückseite jetzt schon so ein bisschen fertig haben. Wir schnappen uns wieder erstmal unsere türkisen Zementblöcke und fliegen einfach mal an die Seite hier vorne hin. Jetzt gehen wir an sich einfach mal vier weitere Blöcke einfach mal so ein bisschen raus. Können wir hier mal gucken. So, also 1, 2, 3, 4 Blöcke, wie halt so eine Treppe, gehen wir jetzt hier einfach mal raus, zur Seite weg. Das wollen wir dann auch nochmal auf der anderen Seite einfach mal ziehen, ne? Wie gesagt, jetzt gehen wir einfach von hier aus, einfach noch 1, 2, dann 3 und 4 einzelne Blöcke einfach hier mal zur Seite einfach so weg, ziehen wir uns das hier so lang. Und wenn wir das haben, dann wollen wir jetzt natürlich das Ganze auch hier natürlich auf die gleiche Höhe ziehen, wie wir, zeigen wir ja schon, dass wir alles hier ein bisschen uns gezogen haben. Aber es ist ja noch nicht alles, und zwar ist ja das denn auch so ein bisschen jetzt hier das Maß, wie wir ja an sich die Front ziehen wollen. Wir wollen natürlich noch hier drei weitere Fensterreihen jetzt hier platzieren. Von daher empfehle ich euch einfach mal jetzt hier die mittleren Streben. Kann man sich ja auch schon mal so ein bisschen hinziehen, halt auf das gleiche Maß, wie wir jetzt an sich ja alles hier schon haben. Aber ich glaube, wenn man es sieht, dann versteht man es immer ein bisschen besser. Von daher würde ich einfach hier mal einen Zeitraffer euch empfehlen. Und dann ziehe ich mal hier kurz das Ganze mit türkisen Zement einfach mal in die Höhe. So, habt ihr gesehen? Ich habe jetzt hier einfach mal noch die Streben alle hier dazwischen noch hochgezogen. Insgesamt waren es ja zwei und dann habe ich noch oben natürlich gleich alles wieder verbunden. Hier machen wir oben halt die ersten drei oder die letzten drei Blöcke, verbinden wir einmal hier überall miteinander. Und dann habe ich auch natürlich hier nochmal die Seiten ein bisschen verstärkt. Ihr dürft nicht vergessen, an der Seite hatten wir ja auch noch zwei Blöcke, also von daher machen wir das hier natürlich auch zwei dick. So an sich sind dann alle unsere Träger hier zwei dick und halten natürlich unsere Fenster. So, die wollen wir natürlich jetzt schräg einmal rein platzieren und die werden wir jetzt nicht auf die gleiche Höhe ziehen, wie wir die jetzt hier auf der Vorderseite haben. Die wollen wir ein bisschen kleiner halten. Wir machen einfach mal, würde ich mal sagen, die beiden äußeren Fenster rein, weil die sind komplett gleich aufgebaut und die Mitte machen wir einfach mal extra. Da würde ich sagen, fangen wir einfach erstmal an, auch erstmal hier noch unsere Betonblöcke auch erstmal so ein bisschen nachzuziehen. Und da können wir jetzt gleich mal achten bei der Höhe, wie hoch wir das wollen. Und zwar haben wir, sage ich mal, jetzt hier bei unseren vorderen Fenster insgesamt halt 1, 2, 3, 4 mal solche 2 mal 3 großen Fenster. Und hier wollen wir an sich nur 3 mal solche Fenster uns reinplatzieren. Von daher machen wir das hier auf die gleiche Höhe, wie wir das, sage ich mal, jetzt hier auf dem vorderen Fenster haben. Können wir einfach hier so übernehmen, das Maß. Und dann können wir schon hier gleich die andere Seite mal nachziehen, weil wir wissen jetzt, wohin wir das Ganze uns ziehen wollen. Und dann machen wir an sich jetzt hier auch diese Fenster rein. Da können wir jetzt mal gucken. Wir haben jetzt eine Glasreihe, zweite, dritte und hier ist dann der vierte Glasblock. Da setzen wir dann hier einmal so eine Strebe rein. Dann können wir hier wieder zählen. 1, 2, 3, 4. Ab dem vierten wieder eine Strebe rein. Ne? Da wollen wir dann hier wieder eine Fensterreihe machen. Und dann haben wir hier an sich ja auch eine Dreierhöhe. Passt also vom Fenster. Das heißt, wir können hier die mittlere Strebe einmal reinziehen. Hier auf der Ebene hier zwischen müssen wir natürlich eine einmal hier so ein bisschen noch dazusetzen in der Luft. Und dann hier, ja, das macht sich dann leichter, wenn man die Glasblöcke verwenden sollte. Eine Glasscheibe würde ich jetzt hier abraten, einfach mal zu nehmen. Und dann kann man hier ganz leicht und simpel dann auch noch den Betonblock hinterherziehen. Jetzt habe ich natürlich hier einen Fehler gemacht. Und zwar, ich möchte noch gerne, sage ich mal, den grauen Beton gerne unten noch im Boden haben. Ne, das sieht dann einfach, finde ich, besser aus, als wenn man da rasen lässt oder was man sonst da so macht. Also man sollte schon so ein bisschen den Rahmen nehmen von seinen Fenstern. Finde ich am besten, sieht unten halt gut aus. Und dann kann man so also hiermit dann auch seine Fenster gleich mit Glas bestücken. Aber das machen wir dann natürlich auch nochmal auf der anderen Seite aus. Und dann würde ich sagen, Zeitraffer, das erklärt es immer am besten.
Ja, dann haben wir schon mal die zwei äußeren Fensterreihen fertig. Jetzt fehlt uns natürlich noch die Mitte. Was unterscheidet sich von den äußeren Reihen dazu? Ganz einfach gesagt, es sind hier drei Fenster statt nur zwei Fensterpartien. Mehr ist das nicht. Und ansonsten ist es halt der gleiche Ablauf. Und daher würde ich sagen, mache ich hier auch einfach mal einen Zeitraffer rein. Ja, wenn wir denn die drei Fensterreihen hier alle fertig haben, würde ich mal sagen, platzieren wir darauf jetzt eine weitere türkise Zementschicht einfach mal darauf. Und wenn wir die da drauf platziert haben, geht es weiter. Und zwar wollen wir jetzt oben noch drei weitere Fenster uns reinziehen. Da machen wir so einen kleinen Abstand halt zu den unteren Fenstern. Ich finde, das hebt sich ein bisschen besser ab, anstatt wir dann, sage ich mal, hier so ein paar große Fensterreihen hier haben. Wir platzieren jetzt auf den zwei äußeren Fensterpartien an sich wieder das identische Modell von diesem Fenster. Wir können jetzt hier an sich einen Rahmen reinbasteln. Das hat hier alles schon das perfekte Maß. Können wir jetzt hier einfach komplett mit unserem grauen Beton hier einen Rahmen reinziehen und dann ziehen wir hier dazwischen noch eine mittlere Strebe rein. Wenn du möchtest, kannst du jetzt natürlich Glasblöcke nehmen oder Glasscheiben. Ich werde hier wieder Glasscheiben nehmen, da wir jetzt hier wieder einen kompletten Rahmen haben und dadurch halt die Glasscheiben nicht irgendwie so abstehen. Nicht so, wie es jetzt, sag ich mal, bei diesen Fenstern der Fall wäre. Da sieht das natürlich doof aus, würde man hier Glasscheiben nehmen, weil dann haben wir immer hier solche Löchlein. Ne? Das sieht natürlich nicht so aus. Und wie gesagt, hier auf der anderen Seite machen wir auch nochmal das gleiche Spiel. Ne? Grauer Betonrahmen erstmal hinsetzen. Dann machen wir hier in der Mitte noch eine Strebe rein. Glasscheiben unten wie oben platzieren. Und fertig ist dann auch dieses Fenster. Natürlich bleibt dann hier noch die goldene Mitte übrig. Hier wollen wir natürlich noch an den Seiten einfach mal, würde ich mal sagen, noch eine Zementreihe noch hier dazu platzieren. Hier einfach mal, machen wir an den Seiten. Und dann können wir auch hier wieder gleich Spiel machen. Erstmal einen Rahmen rein. Und dann ziehen wir hier natürlich auch nochmal eine Strebe in der Mitte rein. Und dann können wir auch hier wieder unsere Glasscheiben einmal reinsetzen. Ja, dann sind wir hiermit auch mit dieser Seite durch. Dann würde ich sagen, haben wir alle drei Seiten hier ein bisschen bearbeitet. Fehlt natürlich noch die Rückseite hier. Und zwar haben wir ja, würde ich mal sagen, jetzt hier auf der Rückseite von unserem Schwimmbad noch einen offenen Bereich. Den wollen wir jetzt dann langsam mal zuziehen. Wir schnappen uns erstmal unsere türkisen Zementblöcke zur Hand. Dann würde ich mal sagen, setzen wir gleich hier hinten einfach gerade an. Und dann würde ich sagen, ziehen wir einfach mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 43 Blöcke ziehen wir jetzt einfach mal noch hier gerade weiter lang. Und wenn wir das haben, biegen wir ab nach vorne weg zu unserem Schwimmbad. Und da können wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 weitere Blöcke einfach mal noch nach vorne platzieren. Insgesamt sollten wir denn 5, nochmal 5, ja, denn halt 11 Blöcke hier auf der Seite haben. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch in die Höhe ziehen. Da würde ich mal sagen, ziehe ich jetzt unten einfach mal mit. Also von der Höhe jetzt hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Blöcke an sich machen wir jetzt diesen Komplex hoch. Ich habe es nur noch kurz hier markiert, damit du mal siehst, was wir jetzt an sich zuziehen. Und zwar die Rückseite und die eine Seite hier werden wir jetzt komplett zuziehen auf 16 Blöcke insgesamt halt in der Höhe. Und die Vorderseite hier lassen wir natürlich offen. Ja, das wird ja am Ende hier unten ja alles hier Schwimmbadbereich werden. Aber, da gibt es immer ein Aber. Und zwar hier diese Rückseite, die ist, sage ich mal, in den Folgen nie zu sehen. Da ist uns natürlich wieder freie Hand, wie man das hier gestalten kann mit dem Fenster und sowas. Da werde ich euch jetzt hier nichts mit Fenster vorgeben. Aber eins werde ich euch jetzt hier vorgeben. Und zwar sollten wir einfach mal, falls man noch keine Fenster sich reinzieht, Minimum, sage ich mal, auch wenn man sich das hier offen lassen sollte, oben drei Blöcke machen, weil also das ist so ein bisschen das Maß hier, sage ich mal, von unserem Schwimmbad, dass man oben, sage ich mal, Minimum so eine Dicke hat von der Kante, so drei Blöcke. Hebt sich natürlich beim Eingangsbereich ein bisschen auf, aber so an sich überall die Seiten sollten schon so ein bisschen dicker sein, damit man sieht, okay, das ist schon ein festes Gebäude, das bricht nicht zusammen, also machen wir oben Minimum so drei Blöcke von der Dicke. Und dann kannst du dir entweder das hier unten erstmal noch offen lassen. Kommt dann mal drauf an, wie man sich das Schwimmbad und so ein bisschen einrichtet. Dann kann man sich ja die Fenster hinmachen. Ich werde mir aber schon mal die Mühe machen, das Ganze zuzuziehen. Und dann im Nachhinein, wenn ich mir das da einrichte, dann sehe ich ja dann, wie man es macht. Ja, siehst du ja dann auch. Und dann
kann man noch vielleicht auch was ranbauen oder so. Also von den Simpsons, da wird uns nichts gegeben, wie es hinten aussieht. Das ist halt so eine kleine Notlösung von mir, jetzt hier so ein Kastenrand. Das kann man natürlich auch noch erweitern, noch Anbau machen, aber ich denke mal, der reicht eigentlich aus, der innere Platz. Da habe ich mir schon ein bisschen so ausgedacht, wie das wird. Naja, aber wieder anderes Thema. Wir wollen ja ein bisschen bauen, also ich empfehle, bau das erstmal zu, mache ich auch erstmal, aber ist auch nicht schlimm, wenn du dir diesen Bereich jetzt hier, diese zwei Flächen noch offen lässt. Da schauen wir denn. Nee, also wenn es dann rangeht mit Einrichten, dann kann man sich ja natürlich hier austoben, noch mit Fenster oder sonstige Sachen. Ne, das bleibt uns hier offen. Das ist aber auch immer nicht so schlecht, wenn halt was offen bleibt, weil kann man sich auch besser, sage ich mal, wenn man es einrichtet, ja, noch aussuchen, wie man das jetzt hier noch bearbeiten möchte. Das ist auch mal gut, wenn man hier noch so eine Fläche hat. Naja, ansonsten, wir wollen hier noch ein bisschen was machen mit unserem Zement. Und zwar fliegen wir, sage ich mal, jetzt hier bei der rechten Seite nochmal hin von unserem Schwimmbad. Da haben wir hier an sich ja natürlich jetzt so eine riesige Kante. Ne? Sag mal, das ist natürlich jetzt größer als das hier. Das heißt einfach, wir werden jetzt hier einfach hier hinten glatt einfach mal dran, das Ganze nach vorne ein bisschen biegen, bis, sage ich mal, zu unserem Eingangsbereich. Und dann können wir das hier alles einfach mal bis nach oben mit unserem Zement noch ein bisschen füllen. So in etwa, ne? Dann haben wir hier an sich ja auch so eine kleine Kante uns gemacht, aber ich denke mal, wir sollten noch hier ein bisschen tiefer gehen, ne? Machen wir hier einfach mal, zack, gehen wir noch ein bisschen tiefer und dann passt das Ganze auch. Und jetzt können wir auch schon langsam anfangen mit dem Dach ein bisschen. Dann nehmen wir uns nochmal unsere Steinstufen zur Hand. Jetzt können wir, sage ich mal, jetzt erstmal diesen riesigen Bereich, ne, mit unseren Steinstufen ausfüllen, ne? Ihr kennt es, einfach hier unten am letzten oder ersten Block, wie es halt immer mal sehen möchte, einfach die Stufe unten platzieren und dann kann man hier das Dach einmal damit ausfüllen. Schön, wie schnell das immer geht, ne? So ein Dach zu füllen. Wäre schön, wenn das immer so wäre, ne? Ja, dann haben wir jetzt die Fläche einmal ausgefüllt. Jetzt bleibt natürlich noch hier unten unser kleiner Anbau, den wir jetzt noch natürlich rangesetzt haben. Müssen wir natürlich auch noch das Dach ein bisschen ziehen. Da richten wir uns erstmal, würde ich mal sagen, hier einfach vorne an der Ecke aus. Machen wir gleiches Maß hier und dann können wir an sich unser Dach erstmal gerade lang hier ein bisschen wegziehen. So, bis hier hinten ran und dann seht ihr schon, wir können hier noch ein bisschen weiter nach innen gehen, ne, von unserem Eingangsbereich, ne, da können wir hier, sage ich mal, das so ein bisschen anschließen. Sagen wir jetzt, hier dann so würde ich erstmal nichts mehr ziehen, weil das kommt dann erst später, wenn wir dann, sage ich mal, im dritten Part den vorderen Komplex hier noch bauen, dann werden wir das Dach hier auch noch ein bisschen erweitern. Aber ansonsten reicht uns hier erstmal dieses Maß, das können wir dann hier einmal auch kurz ein bisschen ausfüllen. Ja, bei mir geht das immer fix mit dem Dach. Hättest da auch gerne. Ja, aber ansonsten, das ist es halt jetzt für diesen Part hier wieder mal. Jetzt haben wir den dritten Teil geschafft. Und wie gesagt, hier hinten mit den Fenstern und so, das eilt nicht. Wir bauen erstmal das alles komplett zusammen. Und dann, wenn man es einrichtet, dann kann man sich auch immer noch hier mit Fenstern und sowas einrichten. Das geht ja noch, ne, da kann man ja mal gucken. Und der Vorteil ist immer bei Stufen, finde ich, wenn man Dächer mit Stufen baut, ihr habt unten noch alles hell. Ne? Also durch Stufen kommt ja Sonnenlicht durch und von daher muss man ja hier auch kaum was ausleuchten. Kommt natürlich darauf an, ob du dir das Dach noch ein bisschen verändern wirst, ne, beim Einrichten. Ich glaube, da werde ich auch ein bisschen was machen. Da muss man vielleicht wieder mit Lampen arbeiten. Aber ich glaube, jeder Minecrafter kennt es, wenn ihr Höhen baut, also sag mal Wohnungen baut, die höher, also mehr als 10 Blöcke sind, ne, so von der Höhe, Deckenhöhe. Da kann sein, sag ich mal, wenn es oben dunkel ist, ne, das ist natürlich unten auch dunkel, ne, und wenn man es oben ausleuchtet, dass, sag ich mal, das Licht nicht bis nach unten kommt, ne, wenn ihr so ein bisschen versteht, was ich meine. Wie zum Beispiel, können wir ja mal hier so ein bisschen zeigen, wir haben ja, sag ich mal, hier ein bisschen Dunkelheit. Ich frage mich eigentlich, warum das hier so dunkel ist in der Mitte. Können wir ja auch mal hier gucken. Warte mal, ich platziere mal hier oben einfach mal eine Seelaterne und guck mal, Lichtquelle kommt nicht bis nach unten an. Ihr wisst ja, was ich meine. Und wenn man halt das Dach ein bisschen clever designt, ne, mit Stufen und dann auch später, wenn man es noch verkleinern sollte mit Stufen, dann scheint das immer noch Sonnenlicht durch und hat man es unten auch noch hell am Tag. Ne? Na gut, in der Nacht ist es halt dunkel, aber wer geht denn auch nachts in ein Schwimmbad? Naja, da gucken wir mal, wie wir es denn machen. Naja, uns fehlt ja immer noch der vordere Teil. Der ist dann natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ne, da gibt es dann Teil 3, wo man, sag ich mal, dann hier noch diesen Komplex dazu baut. Und jetzt fällt euch auf, wir hatten ja noch die polierte Anisit-Stufe. Was machen wir damit? Ich hatte erst eine Idee gehabt, und zwar auf der Seite hier von unserem Schwimmbad wollte ich unter diesen offenen Glasblöcken die hier mir platzieren, aber ich finde irgendwie jetzt im Nachhinein, ich weiß auch nicht, wie ich jetzt drauf kam, die zu benutzen, aber im Nachhinein gefällt mir das einfach nicht mehr und daher würde ich mal einfach drauf verzichten, aber falls es dir jetzt natürlich gefallen sollte, weil ich es jetzt hier hingemacht habe, mach hin, aber an sich finde ich es schöner ohne, also werde ich mal einfach drauf verzichten, auf die polierten Anisit-Stufen, sieht besser aus ohne, finde ich. Und daher lasse ich es auch. Jo, dann würde ich sagen, stellen wir uns wieder vor unserem Schwimmbad Safety hin und dann hören wir uns zum nächsten Teil wieder. Wie gesagt, findest du unten in der Videobeschreibung. Und denn, wenn ich davor Safety stehe, dann hören wir uns zum nächsten Teil. Also haust rein und tschüss.